Von einem Punch-Shot spricht man, wenn der Ballflug flacher als normal gehalten wird und der Schwung, insbesondere der Durchschwung, verkürzt wird, um mehr Gefühl für den Krafteinsatz und die Distanz zu erzeugen. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Schlag meist nur von fortgeschritteneren Spielern gewählt wird, da er viel Kontrolle und Erfahrung erfordert. Häufig kann man diesen Schlag bei Profispielern während der British Open beobachten, bei dem sie gezielt den Ball unter dem Wind zu halten versuchen. Dieser Spezialschlag wird häufig verwendet, um starke Winde zu unterspielen oder um Hindernisse wie Bäume und dergleichen im Rück- oder Durchschwung zu vermeiden. Er kann aber auch dazu dienen, Längen zwischen zwei Schlägern abzudecken, um ein präziseres Spiel zu ermöglichen. Sehr hilfreich bei der Durchführung dieses Schlages ist eine gute Vorbereitung. Prüfen Sie erst, welche Flughöhe abgedeckt werden muss und ob sich Hindernisse in der Flugbahn befinden. Wählen Sie den passenden Schläger für die entsprechende Spielsituation und greifen Sie diesen etwas kürzer als gewohnt. Sprechen Sie den Ball rechts von der Körpermitte im Stand an, um sicherzugehen, dass der Ball vom Schlägerkopf im Abschwung getroffen wird. Hierbei gilt, je kürzer der Schläger, desto weiter in Richtung des rechten Fußes. Platzieren Sie die Hände sowohl im Setup als auch im Treffmoment vor den Ball, um den dynamischen Loft zu verringern und den Ballflug flach zu halten. Das Gewicht sollte bereits im Setup etwas mehr auf dem linken Bein lagern und auch in der Ausholbewegung auf dem linken Bein bleiben. Der Punch-Shot erfordert mehr Widerstand im Treffmoment. Das heißt, der Golfer sollte das Gefühl haben, gegen etwas zu schlagen bzw. zu punchen. Wichtig bei einem Punch-Shot ist auch das Finish. Im Gegensatz zum gewohnten langen Finish ist das Punch-Shot-Finish extrem verkürzt, da die gesamte Energie auf den Treffmoment transferiert wird. Man sollte darauf achten, dass der Schläger die Hände nicht überholt und das gesamte Gewicht auf der linken Seite wahrgenommen wird. Anfänger werden oft mit diesem Schlag überfordert sein und sollten daher zuerst versuchen, ihren Grundschwung zu festigen, um eine stabile Basis aufzubauen. Für mittlere und niedrigere Handicap-Spieler sollte der Punch-Shot zum Standardrepertoire gehören, da er auf jeder Runde hilfreich und vor allem variabel einsetzbar ist. Betrachtet werden sollte jedoch auch das längere Ausrollen des Balles nach der Landung, um ein Überspielen des Grüns zu vermeiden. Üben Sie diesen Schlag ausgiebig auf der Range und Sie werden schon bald feststellen, dass der Punch ein unentbehrlicher Faktor in Ihrem Spiel sein wird.